Nieder. Ja, fein. Ja, hi Leute. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Ein Freund und Altaktivist ist erschossen worden, getötet worden. Und gestern war sehr emotional. Und ich möchte heute nochmal mit euch über den Fall sprechen, über den Menschen sprechen. Und das ist mir ein sehr wichtiges Thema. Und es geht hier um Erik Ortmann, Cousin, der seit gestern nicht mehr lebt. Ich gehe jetzt hier mit euch eine Runde durch den Wald und ich kann einfach beim Gehen ein bisschen entspannter reden. Ja, der Erik. Erik war immer eine sehr spezielle Person. Er war Filmemacher. Er war mittlerweile auch Generalsekretär bei Encode, die sich für die Legalisierung von Cannabis einsetzen und eigentlich von anderen Drogen auch. Er war sehr aktiv. Wir haben mit ihm Hanfwandertage gemacht. Er hat mir damals sehr viel bei der Videoerstellung auch geholfen. Ich konnte von ihm viel lernen, auch filmerisch. Und es ist einfach ein Mensch, der mir ans Herz gewachsen ist. Erik Hesse, Erik Ortmann, Cousin, mit seiner Frau Gabi leiten eigentlich Encode und leisten sehr viel Aktivismus, haben sehr viel bewegt in Österreich, auch mit uns zusammen. Wir haben damals mit den Hanfwandertag organisiert. Und Erik war schon immer ein sehr spezieller Aktivist, der auch mit Requisiten gearbeitet hat, mit Schwertern, mit teilweise von den Amis irgendwelches Zeug. Er hat Heavy Metal gehört, er war halt auch ein verrückter Kerl. Ja. Und wir wussten alle, er hat irgendwann hat ein stärkeres Alkoholproblem gehabt. Und hat es aber dann geschafft, mit dem Alkohol aufzuhören, mit Hilfe von Gabi und seiner Frau. Und hat halt seitdem psychische Probleme gehabt. Er stand unter Tabletten. Er hat sich Hilfe geholt. Ja. Und gestern ist es auf einmal zu diesem tragischen Vorfall gekommen. Ja, wie ist es zu dem Vorfall gekommen? Ich war natürlich nicht dabei. Ich habe mit seiner Frau gesprochen, die dabei war, und sie hat auch darüber geschrieben. Und es ist fatal, es ist unfassbar, es ist widerlich, es ist ekelhaft, was da passiert ist. Der Mann ist etwas über 50 und ist erschossen worden. Er ist gekillt worden von der Polizei. Ja? Ich konnte gestern gar nicht vernünftig reden, weil ich in Tränen ausgebrochen bin, weil ich diese ganze Situation gar nicht fassen konnte. Wie kann sowas überhaupt passieren? Warum? Warum muss sowas passieren? Ich versuche euch die Geschichte zu erklären. Man liest, wenn ihr was in den Zeitungen liest, leider sehr viel Scheiße. Da wird von Familienstreit gesprochen. Da wird von gesprochen, dass irgendwelche Nachbarn die Polizei gerufen hätten. Wie es wirklich vorgefallen ist, das weiß von diesen Menschen keiner. Die können nur Hasskommentare machen, dass es ja richtig ist, so einen Vollidioten abzuschießen. Ja? Leute, schämt euch wirklich, wenn ihr diesen Menschen nicht kennt, wenn ihr mit der Situation nicht vertraut seid, bleibt still. Ja? Denn das kotzt mich am meisten an, dass sich irgendwelche Leute einmischen, die überhaupt keine Ahnung davon haben. Um euch den Fall zu erklären, er ist mit seiner Frau im Burgenland gewesen. Es war auch öfter mal lautstark. Er hat psychische Probleme gehabt und es war mal wieder so weit, dass er durch vielleicht einen kleinen Streit einen psychischen Anfall bekommen hat, wie auch immer. Er hat um Hilfe geschrien, dieser Mann. Ja? Er hat offiziell um Hilfe geschrien. Er hat die Polizei angerufen und hat gesagt, dass er Hilfe braucht. Er hat sich erklärt. Ja? Die Polizisten wussten also, was auf sie zukommt. Ich verstehe nicht, warum kein Rettungsdienst, warum nicht Feuerwehr, warum waren keine professionellen Helfer dabei, warum schickt man da zwei burgenländische
Scheiß will ich jetzt gar nicht sagen, Polizisten, die keinerlei Erfahrung haben, der Mann hat um Hilfe gerufen. Die kommen an den Zaun. Er kommt mit einer Machete aus dem Garten. Das Erste, was sie machen, sie schreien diesen Mann an, wo sie eigentlich wissen, der ist psychisch gestört, der hat ein Problem. Sie besprühen ihn direkt mit Pfefferspray, dass der Mann noch mehr tilt, dass er nichts mehr sieht, dass die Situation außer Kontrolle gerät. Ja? Der Mann versucht sich vielleicht zu wehren, der hat die Machete ja schon in der Hand, sieht nichts mehr, es wird rumgeschrien. Ja, und dann schießen sie ihn nieder mit 4 Schüssen in Herz und Lunge, nicht auf die Beine. Ja? Nicht so, dass man einen Menschen einfach nur ausschaltet, um eine gefährliche Situation in den Griff zu bekommen. Nein, sie haben den Menschen ermordet. Sie haben ihn mit 4 Schüssen niedergestreckt in Herz und Lunge. Und seine Frau stand dabei und musste das Ganze mit ansehen. Und ich finde es schrecklich, dass unsere Polizei nicht über Werkzeuge und Maßnahmen verfügt, solche Situationen in den Griff zu bekommen, ohne dass hier Menschen getötet werden müssen. Unschuldige, kranke Menschen, die um Hilfe gerufen haben, ja, das hat keiner verdient und besonders nicht Erik. Ja. Und das möchte ich hier klarstellen, Leute. Es geht hier nicht um einen blöden Kiffer, es geht hier nicht um irgendeinen Moslem, der mit einer Machete irgendwelche Leute umbringen will. Es geht hier um keinen Migranten, es geht hier um einen deutschen Bürger, der seit über 40 Jahren oder 30 Jahren in Österreich lebt, Steuern bezahlt hat, arbeiten gegangen ist und für Aktivismus gekämpft hat, für Gerechtigkeit. Ja, um diesen Menschen geht. Und keiner ist davor gewappnet, krank zu werden oder psychisch krank zu werden. Ja. Und ich bitte euch nur, lasst diese Nachricht ein bisschen rumgehen. Ich glaube, ein Erik hat es nicht verdient, in den Medien so durch den Schmutz gezogen zu werden. Und ich hoffe, dass diese Polizisten zur Verantwortung gezogen werden, dass sie diesen Job nicht mehr ausüben dürfen. Und ich bete darum und bitte darum, nicht nur die Politik, die Justiz, doch Werkzeuge anzuschaffen. Es gibt Teaser, es gibt Bodycams, es gibt Psychologen, Helfer, Ärzte, die man hätte mitnehmen können. Man hätte diese Situation besser regeln können, viel besser regeln können. Und ich verstehe nicht, dass wir immer noch nicht so weit sind. Warum wird an solchen Stellen gespart? Warum muss keine Bodycam getragen werden? Wer beweist hier diese Scheiße? Warum muss direkt geschossen werden? Warum gibt es keine Gummigeschosse, die nicht direkt töten? Warum gibt es keine Fangnetze? Warum gibt es keine Teaser? Es gibt genügend Möglichkeiten, Leute. Genügend, ja. Und ich könnte eigentlich jetzt schon wieder ausrasten und heulen. Aber das bringt uns auch nicht weiter. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen ein gutes neues Jahr und hoffe, für euch geht es besser los. Morgen ist der 8. In Berlin wird die Sau los sein. Die Politik wird sich hoffentlich ändern im Sinne des Menschen. Und wir sollten nicht aufhören, zusammenzustehen. Wir haben viel geschafft. Im April wird jetzt endlich legalisiert. Dafür werden wir sorgen. Und haltet zusammen. Ja? Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Baba. Und RIP Erik, ich hoffe, du hörst uns. Ja, ganz vergessen, ich habe jetzt noch ein paar Bilder und Ausschnitte für euch vom Erik zur Erinnerung. Ja. Viel Spaß. Die 11. Cultiva, die wir in Folge auch besuchen. Unglaublich, sie haben sogar drüben am Merkur-Parkplatz haben sie die Leute aus dem Auto gezerrt. Das ist wirklich ein Witz, ja. Hey, der Wikinger. Na, aber gefällt mir, dass ich wieder mal trifft jetzt, auf jeden Fall. Wir stehen jetzt gerade auf dem Wagen vom Donny Stacker und hinter uns ein Fahnenmeer. Und ja, ich frage dich trotzdem, was tust du heute noch? Warum bist du gekommen? Naja, mitmarschieren natürlich, ist ja klar. Man lässt keine Hand von der Tag raus. Okay, das erste Mal? Nein, ich bin eigentlich das 4. oder 5. Ich habe gar nicht mitgezählt.
es euch in der Apotheke verkauft wird, dann werden wir immer noch verfolgt. Und, Ave Maria, grüß Gott und guten Tag. Beeindruckt. Zu Recht.